Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein Body Vital Trainer. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video möchte ich einen kleinen Rückblick geben über meinen Kanal, wie alles angefangen hat. Denn es gibt was zu feiern, und zwar 700 Abonnenten. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran und starten wir los. Nicht so weit zurück, wie es bei meinem Kanal angefangen hat und warum. Jetzt zeige ich euch ein paar Ausschnitte von meinem ersten Video. Hallo zusammen, zum Aufwärmen machen wir ein paar Hampelmänner. Hallo, ich bin's wieder, Ludwig, dein Bodyvital-Trainer. Heute zeige ich dir 6 Übungen für den ganzen Körper in 6 Minuten. Los geht's! Oh Gott, wie peinlich die ersten Videos waren. Aber jeder fängt einmal klein an und vor allem, die Videos waren ja nicht für YouTube bestimmt, sondern eigentlich für WhatsApp, für Kunden von mir. Weil damals im März 2020 war ja der große Lockdown in Österreich. Alle Fitnessstudios waren geschlossen und ich musste oder ich sollte Trainingspläne verschicken, aber die Kunden wussten nicht, wie sie die Übungen machen sollten. Also somit habe ich Videos gemacht. Hatte keine Ahnung von Schneiden, Ton, YouTube ja sowieso nicht. Und ja, so hat alles angefangen bei mir. Und jetzt hört ihr ein paar Kundenrezensionen von Stammkunden von mir. Mein Name ist Michael Voigt, ich bin Schauspieler. Der Ludwig ist schon seit vielen Jahren mein Trainer. Er hat mir schon sehr oft geholfen, zum Beispiel in der Vorbereitung für die Rolle des Bösewichts im Tatort Die Kunst des Krieges. Da haben wir 4 Wochen, 5 Wochen Zeit gehabt, um Muskelmasse aufzubauen, Gewicht zu verlieren. Da hat er mir wunderbar geholfen. Für Soko Donau habe ich mehrere Verfolgungsjagden drehen müssen. Da hat er mich ebenso herrlich vorbereitet drauf. Ich habe sehr viel gelernt schon von ihm, auch was Ernährung betrifft. Dann überhaupt vor allem, was das Wichtigste ist, er vermittelt einem, dass das Training Spaß machen kann. Und das ist das Wichtigste, weil eben die Regelmäßigkeit so wichtig ist fürs Training. Und da ist der Ludwig eben jemand, und das schätze ich sehr an ihm, der holt die Leute dort ab, wo sie stehen. Das höre ich auch von anderen, die mit ihm trainieren. Er geht auf jeden individuell ein und reagiert auf die jeweiligen Stimmungen, die die Leute haben. Er fordert einen natürlich, aber halt in den richtigen Momenten. Also er hat ein irrsinnig feines Gespür, wie er mit Leuten umgehen muss. Und das macht es so angenehm, mit ihm zu trainieren. Danke, lieber Michael, für deine ganz lieben Worte von dir. Und jetzt kommt der nächste Kunde von mir. Hi, mein Name ist Kurt. Ich bin Hauptschullehrer in Pension und 67 Jahre alt. Eines schönen Tages im August habe ich beschlossen, meine Karriere als Couchpotato zu beenden und bin in den Fitnesstempel marschiert. Das war mein Glückstag, denn ich bin auf Ludwig getroffen. Das war vor nunmehr 14 Jahren. Das sagt eigentlich fast schon alles, wenn man so lange Zeit mit jemandem trainiert. Da müsste ich gar nicht erwähnen, dass Ludwig sich sehr gut einfühlen kann in seine Klienten, sich vorstellen kann, wo jemand leistungsmäßig steht und kann natürlich einen dann dementsprechend auch begleiten auf dem Weg zur Leistungsgrenze, an die Leistungsgrenze heran, nicht darüber. Er überfordert nicht, sondern er fordert und fördert. Dazu kommt noch eine hohe Sachkenntnis natürlich. Dann kann er sehr gut motivieren, das ist auch sehr wesentlich in diesem Beruf. Und nicht zuletzt, es
werden die Stunden mit ihm nie fad. Es geht sehr lustig zu und auf gut Wienerisch ist rennt der Schmäh. Und so macht das Training mit ihm wirklich große Freude. Ich hoffe, wir können noch sehr lange trainieren, damit ich dann auch im Alter, im höheren Alter, noch einigermaßen mobil bin. Herzlichen Dank, lieber Kurt, für deine lieben Worte. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz Liebes. Ich habe ja eine kleine Trainingspartnerin. Schaut genau. Nicht mehr ganz absenken. Und wieder hoch. Runter. Und wieder hoch. 12 Stück. Und nächsten. Das war ein kleiner Rückblick von 1,5 Jahren YouTube-Karriere. 700 Abonnenten, das hätte man nie träumen lassen. Und möchte dieses Video auch nutzen, mich zu bedanken bei Leonie zum Beispiel, die hier und da meine Kamerafrau spielt. Und danke an Gabis Kochbuch, die mit mir die erste Kooperation gemacht hat im Sommer. Wenn ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, hier auf das i klicken. Und ein Danke geht auch raus an Mo, mentale Kraft, denn dank dir gibt es diesen Kanal noch, weil du hast mich seelisch aufgebaut und motiviert weiterzumachen. So, das war's eigentlich mit diesem Video. Ich möchte mich auch bei allen Kunden von mir bedanken, die mich in der schweren Zeit unterstützt haben. Und freue mich bis zum nächsten Video. Ludwig, dein Body Vital Trainer. Nächste Woche gibt es wieder ein Fitnessvideo von mir. Wenn du an Fitnessvideos interessiert bist, hier habe ich welche verlinkt. Schau dir ganz einfach diese an. Freue mich bis dann.